Heute wurde ich eingeladen in die Bayerische Staatsoper und ich durfte mir ein großartiges Stück anschauen, und zwar von der Königsloge aus. Also direkter Blick auf die Bühne, aufs Orchester, und es hat mir wahnsinnig viel Spaß bereitet. Die Stimmen waren so ergreifend und die ganze Bühne und die ganze Show, und es war einfach sehr ergreifend und es hat mich sehr berührt. Also wir sind ja heute wärmstens empfangen worden und sind durch den Backstage-Bereich geführt worden und durften mal Einblick hinter die Kulissen bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Mir wird auf jeden Fall in Erinnerung bleiben, was für ein krasses Logistikkonzept da hinten drin steckt. Das ist für mich als eigentlich Maschinenbauerin natürlich total interessant. Ich finde es wichtig, dass auch Institutionen zeigen, dass sie Leuten gegenüber aufgeschlossen sind, die vielleicht nicht dem klassischen Opernpublikum entsprechen. Wir stehen für Vielfalt, wir wollen Vielfalt, wir wollen Mensch sein. Und warum nicht auch hier in der Staatsoper? Und deswegen ist es wichtig, dass wir heute hier waren und hier sein dürften. Ich finde es wichtig, dass wir ein buntes Publikum haben, weil die Gesellschaft bunt ist und weil Oper und Kunst die Gesellschaft einfach darstellt und abbildet. Und deswegen gehört es hier genauso mit dazu. Und ich finde es sehr schön, dass es sowas wie heute Abend hier möglich ist. Happy Pride!